Meine lieben Leisure Suite Larry-Fans, seid mir ganz recht herzlich willkommen und gegrüßt zu einer neuen Folge. Und wir sind hier, ich gestehe, ich habe gerade, bevor ich angefangen habe zu zocken, mal eine Runde gedaddelt und wir sind jetzt auf 138 Bucks. So, ich bin ehrlich, ich bin immer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, unschlüssig, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie es jetzt aktuell weitergeht. Deswegen eine Sache, die ich noch gerne testen wollte. Deswegen meine Empfehlung, wir setzen uns jetzt hier nochmal hin, denn ich möchte ja gerne alles sehen, was diesem Spiel so machbar ist. Und ich kann mich erinnern, dass wenn wir mit Alkohol ins Taxi steigen, dass dann irgendwas passiert. Bla, deswegen. Bla 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 bla. Ach so, okay. What's the matter, honey? Ain't you got a vase? Ja, du bist voll der Lustige. So, what was the setup to that punchline? Lefty, Alter, pass mal auf, wir wollen jetzt mal ein bisschen was zu trinken. So, Moment. You idiot! I said posse. So, what was the setup to that punchline? Dass dir gleich einen aufs Maul kriegt, der Bengel. Oh. Ja, jetzt ist mal also eine Runde. Ich will mal gerne Champagner. Ich will mal Wodka. I wanna do some serious damage. Give me a vodka. Aha, will sie ein bisschen beschädigen, okay? Und der mixt ja irgendwie alles, was er macht, ne? Mixti, so, fuppdiwappdi. That'll be $5. Okay. You flip $5 onto the counter. Under the gun. You don't drink the vodka. Instead, you carry it around in the shot glass, because you simply never know when you'll need a shot of vodka. Ja, das kann man in der Tat nicht wissen. Wir gehen jetzt mal hier hin. Und ich will jetzt nochmal ins Taxi steigen, liebe Leute. So. Taxi! Wir müssen ja immer noch irgendwie Schokolade klar machen, weil vorn wollte ich Schokolade und, ja, ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. So, wir rufen uns jetzt mal. Ah, ja, du willst wieder deinen Apple verkaufen. Apples for sale. Ja. Get your fresh apples here. Ja, aber noch einen Apple können wir ja nicht kaufen, ne? Wie riecht denn der Knabe eigentlich? You sniff the barrel guy carefully, swishing his aroma around in your mouth before spitting it out. Mm-hmm. Right? Piquant and musty, with a flabby finish. And I believe you're starting to oxidize. Okay. Yes, but I'm also smooth and rounded. So I see. Okay, ich auch. Thanks for the apple. Okay. Thanks for the dollar. Okay. I'll be sure. Ja, genau. Good. Kommst die nächsten Wochen damit über die Runden. So, jetzt will ich nochmal kurz ins Taxi steigen. Und dann fahren wir nochmal. Wo fahren wir nochmal hin? Wir gucken mal. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo wir hinfahren. Wir gucken. Komm, ach, ich muss es anklicken. Ich vergesse das jedes Mal wieder. Macht nichts. You again? Yeah. Sal and Dispatch must be playing a nasty trick on me. Ja, so sind sie drauf, ne? Da können die gar nichts, ne? So, wir fahren mal hier im Caesars Fallos, ne? Hey, you got vodka? Yeah. Let me have a sip of that. Oh, no. That's delicious. Hey, thanks for the drinky drink. Uh-oh, Larry. What? Let that be a lesson to you, Larry. The cabbies in this town are notorious drunks. Never enter a cab carrying anything that's obviously alcohol. Okay, das finde ich ein bisschen schade. Da haben sie sich doch irgendwie alles an Sequenzen gespart, was zu sparen ist. Und gut, wir haben immer noch 133 Pfeifen, insofern ist das okay. Ja, das finde ich jetzt doch ein bisschen, wie soll ich sagen, traurig. Also das hätten sie ein bisschen schöner machen können. Eine kleine Animation oder wie auch immer und hast du nicht gesehen und was ist das Somebody's offering a reward for the return. Ach, das war das mit dem Bergblöken, genau. Okay, so. Looking at the telephone pole gives you an inferior. Okay. Then again, you get an inferior. So, dann gehen wir nochmal rein, denn wir wissen ja, dass wir den dem guten Trinker nochmal, ne, wenn wir schon den Wodka haben, dann soll er auch sich einen richtig schönen Namen machen, ne. So, Freunde, ne, wuppdiwappdi, ne, gehen wir mal hier rein und dann, ey, Buddy, wir haben deinen Kontiki-Freund getroffen. Oh, der ist schon, pass mal auf, wir machen jetzt hier mal so, alter Saufnase, hier ist ein kleinen Wodka, ne, dann geht's dir gleich wieder besser. What are you, some kind of white Russian? Yeah. I don't drink that swell. That beautiful swell. Wie, du willst unseren schönen Wodka nicht trinken? Das ist ja unglaublich. Da pickel ich dich jetzt mal, Alter, das ist ja. You proudly display your member to the drunk. Is that your wiener? Yep. Wow, I've never seen an innie before. Okay, also sein Wiener haut ihn irgendwie nicht um und
Ja, scheiße, liebe Leute, wir brauchen ja noch irgendwie, ne? It smells like guys who think with their dinks. Unsurprisingly, it smells like somebody unloaded on it. You give the keg a lick. There's nothing like cold beer from the outside of a can. Okay. It smells like fish. And that's entirely appropriate. Appropriate? How appropriate? You fight like a cow. It smells like a million noses have been pressed against it. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. You can't really taste it from here. Isn't it better this way? Oh yeah, I guess. The poster is tasteless, don't you think? Right. So, was haben wir hier eigentlich? Was ist das? Könnte was einsagen? You have no use for the bud vase itself. Aber ich glaube, im Klo haben wir auch irgendwie. Können wir hier noch was nehmen? To pull up the rug. Ja, das hatten wir schon. Da können wir den nehmen. Hey, don't touch your merchandise. I'm not your cabin boy anymore. He must have an interesting past. Okay. Ja, aber ich glaube, im Klo können wir, glaube ich, auch nichts mehr machen. Da haben wir, glaube ich, irgendwie alles abgedealt, ne? Okay. So, pass mal auf. Dann machen wir jetzt hier Folgendes, so. Wodka! Na, Lady, willst du einen kleinen Drink irgendwie? Unlike you, this person won't even touch your vodka. Ja, dann müssen wir ihn selber saufen. It's not good etiquette to drink standing up. Wir müssen das Zeug aber wieder loswerden. That's not an acceptable bet in this jurisdiction. Komm, wir müssen irgendwie diesen... Unlike you, this person won't even touch your vodka. If you leave it there, it'll be stolen by Lefty's distinguished clientele. Ja, aber wer will das denn klauen? Ich will das loswerden, sonst kann ich kein Taxi fahren. Unlike you, this person won't even touch... Okay. Unlike you, okay. Scheiße, wie werden wir jetzt den Wodka wieder los? Mal ganz kurz mal gucken, können wir den Wodka denn vielleicht mal da reinballern? Ich schaffe so knautig mehr als genug, okay. Wie werde ich den wieder los, liebe Leute? Hartnäckige Flecken auf dem Garagenboden. Okay, das ist so ein Fleckenmittel, Flecki-Futsch, ne? Und, ja, pass mal auf, dann, hier sind ja genug Flecken. Ne? Remember that time you were playing darts with your friend Steven Broider? You were taking turns. Suddenly... Hatten wir schon, aber ich muss doch das Zeug irgendwie wieder loswerden. He appears to be perverted. Okay. You instantly take ja, genau, so. No thanks, I don't drink. The stuff they serve in here is like sewer water. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal hier rein. Vielleicht will der Bubba irgendwie, ne? Cool, no one can hear you. Okay, dann müssen wir rein, Entschuldigung. You rap loudly can't on the Nogahai door. What's the password? What's the password? Can't send me! So, password müssen wir zwar jedes Mal wieder machen, ist ein bisschen albern, aber okay. So, yeah, can't send me! You read off the strange password you discovered in the John. Can send me? Come on in. Come on in. Yeah, man, it's alright, man. Right, right, right. So, okay, pass mal auf. Will denn der vielleicht unseren schönen Wodka kriegen? Hier, da, so bitte, hast du einen kleinen Trick, mein Freund. You offer your vodka to Prodigious P, but he barely glances at it. He's more of a champagne and clamato kind of guy. Okay. Until you find the loose corn kernel. No, there are no... You have nothing that requires pre... The rooster is just eye candy for people with dementia. You can't do anything but admire its bizarre ferocity. That item will come... You have no reason. Okay. The painting is perfect. Ja, wir müssen es aber irgendwie the kegs don't do anything. Okay. The poster. Okay. You carefully pour. The moose responds with a quick, severe fart. It is overpoweringly nasty, sweet yet aggressive, with a touch of citrus. You carefully pour a bit of vodka into the moose. The moose responds with a quick, severe fart. It is overpoweringly nasty, okay. Sweet yet aggressive, okay. With a touch of citrus. Okay, was machen wir jetzt mit diesem verkackten Wodka, liebe Leute? Den müssen wir irgendwie wieder loswerden. Scheiße. Was machen wir mit dem Wodka? Okay, dann geh mal wieder raus, weil der lässt ja bestimmt nicht mit sich reden. Oder können wir... ganz kurz, was haben wir denn? Hier, guck mal, ein bisschen, ne? Ein kleines Magazinchen für Prodigious dich. Prodigious P isn't interested in that. He's simply looking for some decent entertainment. Is that too much to ask? That just doesn't look right on the TV. Mm-hmm.
Okay. So, wir ganz kurz mal gucken. Ja, sim. Na, kleiner, willst du Lübbeltüte oder was? I'm glad to see you packed a raincoat. Raincoat, all right. Können wir denn vielleicht den... Da, irgendwie, den so... Wenn sie ganz bleiben soll, okay, aber wir müssen irgendwie... Warte mal, können wir denn... Ne, Moment, Moment. Den... Das bringt den Wodka auch nicht weiter. Können wir denn hier vielleicht ein bisschen zawubbligub? Okay. Ja, liebe Leute, was ich letztens schon probieren wollte, Moment, jetzt mal ganz kurz, so. Messer, Apfel. Du überlegst, ob du aus dem Apfel was Hübsches und Nützliches schnitzen. Okay, dazu müsste man Talent haben. Okay, ja, das ist ein bisschen scheiße. Was machen wir jetzt mit diesem verkackten, wie soll ich sagen, Apfel? None of the holes in the TV look the least bit enticing or safe. Okay, pass mal, dann müssen wir noch was anderes finden, wieder raus, weil der lässt uns ja nicht rein. Der braucht irgendwie, ne? Da muss man echt das Fernsehen anmachen, das weiß ich damals noch von früher und, was machen wir mit dem Wodka? Liebe Leute, was machen wir mit dem Wodka? Komm hier, du siehst so aus wie ein Wodka. Unlike you, this per... Unlike you... Unlike... The bar stools are for customers only, not for things. Aha. Please don't leave that where some idiot in a white leisure suit is bound to step on it. Mhm. Ja, du musst das... It's not good etiquette to drink standing up. Ah, okay, dann müssen wir uns vielleicht hinsetzen. Gut, dann setzen wir uns mal hin und trinken dann das Zeug. So, so. You give yourself a quick pat... Got my wallet! Got my blah, blah, you pick blah, up blah. So, Larry, mein Freund, du kommst jetzt mal hierher. So, dann setzen wir uns. You pound on the bar, but Lefty ignore. Okay, so, dann nehmen wir jetzt den Drink. Okay. You down the vodka. First it tickles, then it burns. Then it reemerges in gaseous form. Good thing there are no open flames nearby. Okay, steh mal wieder auf, ne? You feel a little lightheaded. You're unsure if you'll be able to walk straight. Okay. Shaking your head, you finally clear away the cobwebs and are once again able to walk in your standard studly style. Gut, dann gehen wir mal wieder raus, würde ich sagen. Und Kohle haben wir genug. Wir müssen uns vermutlich wieder ein Taxi rufen. Aber ich will noch mal ganz kurz hier in die Alley gehen, denn wir müssen ja irgendwie, ne, da oben, habt ihr das gesehen? Schattenumrisse und so, ne? Da würde ich ja ganz gerne mal hoch, aber ich weiß nicht genau, wie ich das irgendwie hinkriegen soll, ne? Können wir denn jetzt hier irgendwas nehmen oder so? You rummage around in the dumpster, but you... Okay, das war der Cocktailschuss. Okay. That's good shrimp. Ja, wir müssen ja... You search the garbage again. First you find a can of breath spray, which you decide not to take since any filthy slob could have put it in his mouth. Mm. Whoa! It's a wallet! What? And it looks the same as mine! Okay. Only newer! You transfer everything from your old wallet to the one you just found. Cause, hey, free wallet! Free wallet? Ist denn da jetzt auch ein bisschen mehr drin in der Free Wallet oder wie haben wir das? Ja, 133 Pfeifen. Was haben wir da? Wir haben die Spicy Soße. Wir haben hier... Okay, das sind Jasminen von Verduft praktisch explodieren. Können wir denn die vielleicht mal hier mit dem... Arschbrennen aus dem Hause, Jasmin geschmacklos. Okay, 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 okay. Können wir denn jetzt hier mal vielleicht... Okay. You're not authorized to put anything in this dumpster. Okay. Aber da kommen wir auch nicht hin. Wie kommen wir irgendwo hin? Okay. So. Da kommt die Katze. Ich will die Katze. Können wir ein bisschen Katzen? You can't leave something just sitting around here. People will walk off with it. Ja, especially computer game players. Willst du mich beleidigen, Alter? Das ist ja unglaublich hier. Ja, in die Ellie kamen wir nicht und ja, wir brauchen irgendwie Schokolade, liebe Leute. Ne? Komm, wir rufen uns nochmal ein Taxi. Sollen wir nochmal zum... Wir fahren Taxi! Wir fahren nochmal zu Cäsars Fallos. Und gucken mal, was da passiert.
Okay. Where am I taking you now? Mhm. Sagen wir dir schon. So, wir wollen ja nochmal zum Mercedes. Bremsen sind für Weicher. Ja, genau, wissen wir. Damage is $18. Yep, the damage is $18. Und wir geben dir ein paar Boxen. Hier, mein Freund. Thanks, Kid. Yeah, Kid, this is Kid 45. You know, this is Spear Kid 45. So, meine lieben Leute, wie wir das hier jetzt aber weiter rocken, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe, wie gehabt, in diesem Sinne ab in die Rinne. Liebe Leute, halt euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Larry Spiel 45 Kid Leffer und ich, was auch nicht.